und herzlich willkommen zu DJ Digger und Sagadi löschen die Hälfte von St. Duarte aus, so circa. Es ist unsere zweite Folge des Diablo 3 Let's Plays. Und wir haben in der letzten Folge unseren Quest erledigt. Da vorne würden wir ihn abgeben und ja, das hier ist der reizende DJ Digger. Hallo. Und was wir letztes Mal nicht gemacht haben, aber jetzt dringend nachholen, ist Skillen. Nämlich sehen wir uns dazu mal unsere... Oh, nein, das sind immer noch die gleichen Items wie letztes Mal. Es sind Fertigkeiten. Genau, sehen wir uns dann mal unsere Skills an. Den primären Skill lassen wir, glaube ich, so, weil das ist der, der Geisteskraft erzeugt. 200 Waffenschaden als Blitzschaden. Ja, das sieht gut aus. Fegender Tritt, der gefällt mir nicht so gut. Mal sehen, was wir da statt dem nehmen können. Gewitterfront. Die Titiger, sag mal, was empfiehlst denn du als passionierter Monk-Spieler? Den du da gerade drin hattest, ist der beste Tritt, den es gibt. Echt? Ja, weil der auch eine Fertigkeit kriegt, wo du die Gegner 100% bewegungsunfähig machen kannst. Okay, dann lasse ich den wohl einfach. Runen gibt's noch. Doch, da habe ich eine Rune. Nehme ich diese Rune? Wahrscheinlich schon. Ich kann es nicht lesen. Donnerknall. Entfesselt mit jedem Schlag eine Schockwelle, die alle Gegner im Umkreis von 6 Metern um einen Primärgegner trifft und ihnen 120% Waffenschaden als Blitzschaden hinzufügt, sowie bei jedem dritten Treffer einen Rückstoßeffekt auslöst. Wenn du das machst, dann fürchte dich. Warum? Weil du jedes Mal die Box von uns wegschmeißt. Ach so, okay. Okay, gut, dann nicht. Und was ist das für ein Zeug? Gegner blenden, oder? Ja, genau. Na gut, klingt jetzt nicht so geil. Und Gewitterfront stürmt direkt durch die Reihen eurer Gegner und fügt ihnen. Ja. War das gut? Na gut, tödliche Reichweite. Mhm. Gibt aber auch Geisteskraft. Okay, na gut. Dann mal sehen, haben wir eigentlich auch. Schau. Haben wir schon passive? Nein, wir haben keine passiven Pferde. Na gut, wie ihr seht, liebe Zuschauer, das Skillen ging super schnell. Habe ich mich schon wieder versprochen, lieber Digger. Gut. Nein, aber ich würde nicht in der letzten Video anfangen, Fähigkeiten zu erklären, wenn du... Warum? Die Zuschauer kennen vielleicht Diablo 3 nicht. Ja, große Chance. Jeder hatte Diablo 3 vor mir, ich weiß. Aber trotzdem... Ich meine nur, wenn du versuchst, Fertigkeiten zu erklären, dann solltest du vielleicht die Fertigkeiten kennen. Egal, die Leute, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer, wer diesen Channel hier verfolgen möchte, der darf nicht erwarten, einem Pro-Gamer zuzusehen. Ich glaube, so weit muss das klar sein. Spätestens, sobald ihr mich irgendeinen Shooter spielen seht, so wie, ich weiß nicht, allein schon entfernt Shooter, sowas wie 7 Days to Die, dürft ihr nicht erwarten, super Aim oder große Skill zu sehen. Was darauf kommt, ist wirklich nicht an... DJ Digger schweigt und grinst. Gut. Na gut, dann machen wir mal bei den Quests weiter und sprechen den Hauptmann Rumford an. Da kannst du ja froh sein, dass die Charaktere von alleine zielen, wa? Ja. Ach, gar nicht. Ich würde die alle wegfegen, ja. Bösen Monster. Danke für eure Hilfe. Psst, er spricht, du aber kannst leider nicht mehr reden. Ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Oh, wir sind hübsch. Also ich. So. Ah, da ist Lea. Kommt, das ist ein Gast. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Ach, Diablo 3 macht Spaß. Es steht geschrieben. Es ist vor allem angenehm, wie viel mehr Dialoge, also auch interessante Dialoge es gibt im Gegensatz zu Diablo 2. So, dann gehen wir zu den alten Ruinen und zum einzigen Wegpunkt. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Schon toll, wie ihr ein großes Schloss kaputt macht. Adria war meine Mutter. Doch ich weiß nicht viel über sie. Voll. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger und starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Liebe eventuelle, vielleicht noch im Moment imaginäre Zuschauer, ich weiß, dass das Klicken nervt, aber ich befürchte, müssen wir uns damit im Moment alle mal abfinden.
aber das Echo sollte so weit weg sein. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback bezüglich, ich weiß nicht, Verbesserungsvorschlägen Schaut, und was ein auch immer. Verborgener was Keller. Folgt konstruktive mir. Kritik ist immer willkommen. Davon abhalten, nicht konstruktive Kritik zu geben, kann ich euch auch nicht. Aber mehr freue ich mich über konstruktive, über eventuelle Daumen drauf. Und vor allem Kommentare. Ich muss mich erholen. Ist Schalkenkaster. So. Ah, da sind wir Wetter. Hat man. Ich bin hier nicht irgendwo. Was ich denn? Okay, da war ich. Da ging ich. Gut, das erste Mal gestorben. Dankeschön, vorsichtig. Danke. Ach. So. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Yay. Kein epischer Loot. Na gut, auf dem Level kann man, glaube ich, keine legendären Gegenstände erwarten. Reden wir mal mit Lea. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher ja, gesehen aber jetzt habe. Aber die Leute schon mal gesehen, wie man stirbt. Ich will mehr über sie erfahren. Bin soweit, nicht nachmachen. Kann noch warten. Das Leben im Auge behalten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ja. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Aber noch Vielen tut er Dank. So, als wäre voll übermächtig ist letzte Nacht zu mir gekommen. Alles. Irgendwann später ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Na gut, vielleicht nicht ganz so oft, ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist. Nicht genug Geisteskraft. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Das kann ich nicht tun. Ich bin nicht fast wieder gestorben. Das ist. Ich müsste halt angehen haben. Ich brauche Geisteskraft. Aber warum machen wir so verdammt viel Schaden? Ich bin wieder Qual? Nein, Meister. War das am Anfang mit der Dämonen? Wenn du fast noch so nackig bist. Ja, nackig. Ich muss noch ein wenig länger warten. Oh. Ja, im anderen Setting wäre das richtig albtraumhaft, wenn Zombies aus einer Felsspalte klettern. Meine Schritte werden ausgreifender. Stufe 8. Meine Schritte werden ausgreifender? Hat sie das gerade gesagt? Hey, ich weiß nicht, dass das nicht die. Was sind eigentlich diese Kugeln? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Keine Megafiel oder was? Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, tun sie deine Erfahrung, die du brauchst, zum nächsten Level weniger machen. Okay, also es sind Erfahrungskugeln, sowas. So in der Art. Laufen wir hier noch irgendwas frei oder? Achso. Kiste. Rein? Ich? Immer. Na gut, dann da. Haben wir Lea noch oder haben wir Lea irgendwo zurückgelassen? Die hast du irgendwo verloren. Ich brauche Geisteskraft. Nein, die sitzt bei ihrem Küche im Raum, bei ihrem Mutter, die liegt ihre Bücher. Achso. Hörst du auf zu spoilern? Wieso? Hat man doch gesehen da unten, dass die an dem Kochtopf stand. Nein, dass es ihre Mutter ist. Oh mein Gott. Wusste sie doch selbst nicht, oder schon? Hier ist oder der doch, das wusste Fall. Sie. Oder wusste sie es nicht? Ja, sie sucht. Sie wusste, sie weiß bloß nicht, ob sie noch lebt. Achso. Nicht Amber. Genug Geisteskraft. Die Jedi gar so ein Talent, sondern spoilern. Ich werde leider spoilern. Nein, es ist nicht schlimm. Ich werde nicht wiederholen, was er mir alles gespoilert hat, aber ich habe es irgendwie überlebt. Könnte ja genau ausgehen, dass das Spiel, davon ausgehen, dass du das Spiel jemals kaufst. Hast du ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Ey, es ist nicht gecrackt, Leute, falls ihr das glaubt. Es ist gekauft. Hab bloß nur nicht ich gekauft. Der liebe Digger hier hat es mir geschenkt. Und damit gibt er gerade an. Nein, ich bin ja dankbar. Es macht wirklich Spaß. Es ist nicht so viel wie Diablo 2, aber das sage ich nicht zu laut. Dieses Monster wird sterben. Okay. Ich brauche Geisteskraft. Interessant. Doch, sie sterben nicht. Ich
Das kann ich nicht tun. Oh, da war neues Wissen und jetzt sind alle. Helft mir! Okay. Schreib fest doch! Mein Gott! Meine Schmerzen wurden gelindert. Oh mein Gott, ich bin manchmal so ein. Aber es ist nicht schlimm. Jeder fängt mal klein an. Auf Level 8 darf man das. Yay! Verstecken alle Gold in ihren Büchern. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja. Ich werde zurückkehren. Zurückkehren? Ja, wieder. Ja, wirklich. Schade. Oh, Lachdans Schriftfreund. Mein Name ist Lachdanan. Und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Oh, guck mal, was ist das? Neues Wissen. Die Grotesken mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, ich brauche Geisteskraft. Des Grauens wurden von einem großen Ich bin noch nicht so weit. Eine Düsternis, die selbst ich nicht ergründen kann. Das finde ich auch ziemlich gut gemacht, dass man so reisebrettmäßig sich die ganzen Wissenssachen, Bücher, Schriftrollen, die man unterwegs findet, anhören kann. Man muss nicht irgendwo stehen bleiben oder so, man kann einfach weiterlaufen. Bis auf das, wenn man jemand anfängt zu sprechen, also eine NPC. Nicht genug Geisteskraft. Das ist verärgert. So. Es sind keine Tränke mehr da. Es sind keine Tränke mehr da. Wie ist das passiert? Mit der Totenbeschwörung? Also nicht mit der Totenbeschwörung, aber der Hexendoktoren sind nie die Tränke ausgegangen. Hätte ich sogar noch welche geschenkt. Los, noch Tränke! Ich brauche Heilung. Oh mein Gott. Das war klug. Das war wirklich klug. Ja, liebe Zuschauer, so läuft es zum Glück nicht immer ab. Ja, darf da nicht vergessen, der Unterschied ist, dass ich Paragon-Level 125 habe und dadurch einfach ganz andere Werte als sie und deswegen auch nicht so schnell umkippe. Aber man könnte natürlich auch die Klamotten, die man in der Tasche hat, anlegen. Tröst mich auch mit dem Paragon-Level. Es liegt natürlich nur am Paragon-Level. Es hat rein gar nichts mit Skill zu tun. Absolut nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich anziehen kann? Ich glaube nicht. So. Wir sind Schatzgoblin. Na gut, liebe Spieler. Ich werde hier einen kleinen Schnitt machen und den Schatzgoblin holen wir in der nächsten Folge.